Hi, ich bin Ilja, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Russland und heute kochen wir Plov und Samsa. Kochen, das ist mein Leben. Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich Koch werden. Ja, Reis mit Fleisch, was unnormal lecker ist, da kommt Gemüse. Das ist nicht nur Reis mit Fleisch. Ich wollte gerade weiterreden. Das ist Reis mit Gemüse? Nein, das ist auch nicht so richtig. Ich weiß, man kann es nicht so richtig. Ja, das ist Fisch. Das ist lecker. Reis, da ist Fleisch drin. Und da ist halt gebratenes Reis. Oder Nein, weiß ich nicht. Gekochtes. Wie heißen die so? Nicht Körner, aber wie heißen die denn so? Milchreis. Malmenreis. Milchreis. So kleine Kugeln so halt. Ich glaube. China. Nee, doch. Ich Asien. War das nicht ukrainisch oder was anderes? Russisch. Usbekistanisch. Usbekistan. Oh, ich könnte so das mal nicht aussprechen. Usbekistan. Plov und Samsa kommen ursprünglich aus Usbekistan. Das ist traditionelle Küche. Dort das ist es wirklich sehr, sehr beliebt. Samsa ist gefüllte Blätterteig mit Fleisch und Zwiebel. Man kann Lamm nutzen, Hähnchen oder Rind. Also eigentlich passt alles rein. Plov ist Fleischgericht mit Karotten, Zwiebel und Reis. Pirashki werden bei mir zu Hause gemacht, also eigentlich Kotelette auch, alles. Wie heißen die Winchiki? Pfannkuchen, einfach von oben. Und dann gibt es noch so eine kleine Variante, die sind wie Pancakes, aber wie heißt das nochmal? Aladushki. Aladushki, ja. Ja, richtig. Und man kann die mit so Gushonka auch essen immer. Also so süßes Milch. Kompotik. Ich glaube, das ist wie so ein Obstsaft, kann man sagen, mit so ganz vielen Früchten. Ich mag es meistens sind da, glaube ich, also Äpfel auf jeden Fall drin, dann vielleicht, glaube ich, auch Kirsche, meine Oma. Kirsche, Erdbeeren, Himbeeren können auch, also Bergen hauptsächlich. Ja. Ich habe es aber noch nie probiert. Man kann es eigentlich mit allem machen, glaube ich. Ich wohne in Deutschland seit 5 Jahren. Ich habe viele Leute kennengelernt und die manche kommen aus Syrien, aus Irak, aus Kanada und die haben alle eigene Gerichte. Und so kann man Kultur von jedem Land kennenlernen. Keine Ahnung. Finger. Hand. Hand, ja stimmt, das hat mir meine Oma auch letztens gesagt. Cool. Zeigen, Finger. Finger, Greifefinger. Hand, Zählen. Zeige. Zählen. Fünf Finger. Fünfer. Fünf Finger. Ja, Fünf Finger essen. Fünf Finger essen? Was ist das für ein... Finger essen. Fünf Finger. Das heißt, Wie heißt das mit Fingerfood? Oh, lecker. Irgendwas mit fünf Finger. Fingerfood. Oh, lecker. Finger essen. Meine Oma hat mir das letzte sogar noch erklärt, was es bedeutet. Okay. Ja. Ich weiß, dass meinem russischen... Das heißt, Pferdpalzer. Ich weiß, dass meinem russischen... Es gibt ein Wort für Hand und für Finger, aber im Russischen gibt es kein Wort für Zeh oder so. Da sagt man einfach nur Lapa. Lapa? Lapa. Gute, so gute. Doch, weiter. Sagen immer. Mein Lieblingsgericht ist Plov, Schaschlik. Und Mante, natürlich Pelmeni. Pelmeni, das sind Teigtaschen. Mit Fleisch gefüllt. Oder Kartoffeln. Nein, das sind Vareniki. Mante. Ukraine, oder? Nein. Kasachstan? China? Nee. China. Oh, Mark. Nee, Türkei. Türkei hat doch auch Mante. Mante sind größer als Pelmeni. Ja. Pelmeni.
Lastmiss. Ich koche sehr gerne für meine Freunde, für meine Familie. Eigentlich deswegen habe ich diesen Beruf gelernt. Es war für mich immer wichtig, alle Freunde dabei haben.